Das ist der neue Königsegg in GTA Online. Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch die neue Königsklasse aus dem neuen DLC. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich so fast die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Um welches Fahrzeug handelt es sich hier überhaupt? Naja, es handelt sich hier um den Overfloat Entity MT. Dieses Fahrzeug findet ihr auf Legendary Motorsport für einen legendären Preis von 2.355.000 GTA-Dollars. Ja, was schon eine ganze Stange Geld ist, ne? Aber egal, ich würde sagen, wir kaufen das Fahrzeug mal und schauen, was für Tuning-Möglichkeiten wir haben. Aber Leute, ich kann euch jetzt schon mal was Gutes verraten. Dieses Fahrzeug ist ein HSW-Fahrzeug. So, sind wir jetzt in LSK mit angekommen und auch in der Tuning-Garage, dann werden wir hier die Möglichkeit haben, uns das Ganze auf HSW aufzurüsten. Und die Aufrüstung kostet leider nochmal 850.000 GTA-Dollars. Damit ist der Grundpreis von diesem HSW-Fahrzeug bei weit über 3 Millionen GTA-Dollars, also schon sehr expensive, Leute. Egal, vielleicht ist das Ganze tuning-technisch ja wert. Bei den Tuning-Teilen fällt mir jetzt hier aber auch auf, dass wir in Sachen Frontstoßstangen sehr viel Auswahl haben, aber leider kann man diese Frontlippe, die dieses Fahrzeug einfach immer hat, nicht wegtunen. Die Frontlippe bleibt, wird immer größer und man kann die auch nie komplett lackieren, was ich persönlich sehr schade finde, aber egal. In Sachen Heckstoßstangen gibt es nur so 4 Auswahlmöglichkeiten, das ist tatsächlich ein bisschen mau, ja, ne? Könnt ihr selber überlegen, ob das Ganze euch wert ist. In Sachen Auspuff haben wir hier ungefähr 15 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was auf jeden Fall hier ein Pluspunkt ist. Ein, ja, Funny-Punkt in diesem Sinne ist natürlich die Motorhaube. Denn die Motorhaube vorne, Motor ist hinten, was? Ja, da habt ihr natürlich auch ein paar Auswahlmöglichkeiten, auch sehr coole Auswahlmöglichkeiten, wie ich finde. Also das ist hier auch wiederum ein Pluspunkt, außer dass das Ding halt Motorhaube heißt und nicht Kofferraum. Naja, egal. Gehen wir mal weiter Richtung Designs. Typisch für HSW habt ihr natürlich hier auch spezifische HSW-Designs. Und das letzte HSW-Design könnt ihr nicht nur ausrüsten, wenn ihr schon alle Zeit drin von HSW unterboten habt. Wenn ihr es nicht habt, ist es wie bei mir hier gesperrt. Was ich an diesem Fahrzeug aber persönlich am coolsten finde, ist tatsächlich das Dach. Denn ihr könnt das Dach wegtunen, dass das Ganze ein Cabriolet ist. Und was ich persönlich mega cool finde, denn in GTA Online gibt es tatsächlich nur sehr, sehr wenige Supersportwagen, die auch ein Cabriolet sind. Also auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, ob ihr das Ganze als Cabriolet auftunen wollt. Was hier persönlich aber auch sehr beeindruckend ist an diesem Fahrzeug, sind tatsächlich auch hier die Spoiler. Bei den Spoilern habt ihr 32 Auswahlmöglichkeiten. Also sehr, sehr viel und auch sehr unterschiedliche Spoiler. Ein fetter Pluspunkt an dieser Stelle. Tja, jetzt haben wir dieses Fahrzeug aufgetunt. Es ist wirklich verdammt schnell, denn es ist ein HSW-Fahrzeug. Aber der Preis, Leute, der Preis beträgt, was ich jetzt bezahlt habe, insgesamt für dieses Fahrzeug, das bedeutet Einkaufen plus Tuning, liegt hier bei 3.635.000 GTA-Dollars. Und das verdammt viel Kohle in GTA Online. Und da müsst ihr euch fragen, ist es euch dieses Fahrzeug wert? In meinem Fall würde ich sagen, ja, da ich ja generell viel Geld habe und dieses Fahrzeug designtechnisch einfach sehr schön finde und es ist ein Königsegg, auch nochmal dazu gesagt, ne? Aber ja, für ärmere Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt gerade so 3,6 Millionen, welches Fahrzeug soll ich mir holen, würde ich eher sagen, kauft euch das nicht, denn ihr könnt es später auch zum Beispiel im Giftcast-to-Friends-Stream von mir bekommen, kostenlos, ne? Aber Leute, die Fragen der Fragen sind natürlich hier schon geklärt. Habe ich dieses Fahrzeug gemoddet? Und natürlich habe ich dieses Fahrzeug schon gemoddet. Und falls ihr dieses Fahrzeug gemoddet haben möchtet oder andere Fahrzeuge aus dem neuen DLC, dann verpasst nicht den nächsten Giftcast-to-Friends-Stream von mir. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.